Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich suche hier gerade nach Wildschweinen. Mal gucken, ob ich welche finde. Irgendwo hier, also jenseits des Zauns, müssten theoretisch welche sein. Ich habe extra den Bendalstab dabei für den Fall, dass die wilden Schweine wild werden. Mal gucken, vielleicht finde ich ja doch noch welche. Bin schon eine Weile am Suchen, aber die verstecken sich heute recht gut. Kein Schweine anwesend. Kein Schwein ruft mich an. Naja, nee. Anrufen sollen sie ja nicht. Sie sollen rauskommen. Nee, also ich habe heute kein Glück mit den Schweinen. Dann müssen wir leider ohne sichtbare Schweine weitermachen. So, hallo. Inzwischen bin ich auch auf dem Berg angekommen und hier wollte ich auch hin. Und gleich werdet ihr auch sehen, warum. So, hier ist nun endlich auch mein Wildschwein. Habe ich doch noch Schwein gehabt. Das ist hier ein besonders schönes Exemplar, das ein bekannter Baden-Badener Künstler irgendwie hergestellt hat. Ein bisschen verschneit. Ja, wenn ihr nächstes Mal irgendein Schwein gesehen habt, ne? Man beachte auch das kleine Schwein hinten dran. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Einstellung sieht. Ich liefere es gleich noch nach. Ja, also hier das Miniaturschwein. Mittlerweile ein bisschen eingerissen vom Holz her. Ich habe mich jetzt mal in die örtliche Schutzhütte zurückgezogen, da man sonst windbedingt kein Wort von dem versteht, was ich sage. Also, in diesem Teil der Wildschwein-Trilogie geht es jetzt darum, ob so ein Schwein aus Holz denn nun gefährlich ist oder nicht. Und wie bereits im Teil 1 meiner Trilogie deutlich geworden sein könnte, ist es zumindest mal so, dass ein Schwein potenziell gefährlich sein könnte. Also die Möglichkeit, jemanden schwer zu verletzen, hat es auf jeden Fall. Daran würde es also nicht scheitern, wenn es das dann wollte, das Schwein. Jetzt ist die Frage, will das Schwein das? Und da gibt es im Wesentlichen drei mögliche Situationen, in denen man vermuten könnte, dass es dazu kommen könnte, dass ein Schweinchen mal aggressiv wird. Das ist zum einen die Bache im Wurfkegel. Wenn man sich der nähert, beziehungsweise sich dem Wurfkegel nähert, während die Bache drin liegt, dann soll es vorgekommen sein, und das ist auch gar nicht so unrealistisch, dass die Bache dann tatsächlich sich erstmal bemerkbar macht. Wichtig, sie macht sich erst bemerkbar. Sie greift nicht völlig unvoreingenommen sofort an. Also so ist das nicht. Sie macht sich in irgendeiner Form bemerkbar, und wenn man dann nicht schleunigst das Weite sucht, beziehungsweise deutlich zu erkennen gibt, dass man vorhat, das Weite zu suchen, indem man sich halt langsam zurückzieht, dann kann es tatsächlich passieren, dass die Bache eben, um ihren Nachwuchs zu verteidigen, der ja nicht flüchten kann, weil er ja noch zu klein ist und noch im Wurfkegel liegt, denjenigen, der sich da nähert, angreift. So ein Wurfkegel befindet sich im Unterholz. Wenn ihr also tagsüber im dichtesten Unterholz unterwegs seid, beziehungsweise im Fall von Wurfkegeln sind die natürlich auch nachts belegt, ja, dann kann euch das passieren, dass da eben Bache mit Frischlingen drin liegt. Das ist aber meistens nur so in der Frischlingszeit der Fall. Ich sage jetzt mal grob Frühjahr. Man kann jetzt klimawandelbedingt nicht mehr wirklich sagen, in welchem Monat das genau ist. Ja. Grob Frühjahr einfach. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist Frühjahr, dann solltet ihr euch nicht im Unterholz rumtreiben, wenn ihr nicht unbedingt vermeiden, also wenn ihr unbedingt vermeiden wollt, einem Wildschwein zu begegnen. Zweite potenziell gefährliche Situation besteht darin, dass man zwischen Bache und deren Nachwuchs kommt. Ja, jetzt muss man das natürlich erstmal schaffen, zumal die immer relativ nah beieinander sind und man müsste es wirklich genau schaffen, zwischen die Bache und deren Nachwuchs zu kommen. Dafür müsste die Bache einen erstmal nicht bemerkt haben, damit man überhaupt so nah dran kommt, dass das überhaupt eine Rolle spielt, zwischen dem Nachwuchs der Bache und die Bache zu kommen. Ist sehr schwierig. Und selbst wenn man das schafft und da einfach wieder hinausgeht, aus dieser Verbindungslinie, dieser Gedachten zwischen Nachwuchs und Bache einfach wieder heraustritt,
dann kann die Bache ja wieder zu ihrem Nachwuchs, beziehungsweise Nachwuchs zur Bache, und die Bache hat keinerlei Veranlassung, einen dann anzugreifen. Also Bachen wollen eigentlich nicht angreifen, die wollen mit ihrem Nachwuchs verschwinden. Ist ja auch logisch, weil wenn sie dich angreifen, sind sie mit dir beschäftigt. Eventuell kommt da noch eine zweite Gefahr und sie können gerade nicht auf ihren Nachwuchs aufpassen, weil sie damit beschäftigt sind, dich anzugreifen. Ein Wildschwein ist per se immer noch ein Fluchttier. Dazu gibt es übrigens ein interessantes Video, das ich jetzt mal verlinke. Ich möchte keinen Ausschnitt hier irgendwo einschneiden, weil ich nicht weiß, wie das mit dem Urheberrecht ist. Aber Survival Rüdiger Nehberg hat mal ein ganz tolles Video gemacht, wo er sich in einer Grube im Boden versteckt hat, davor Mais ausgestreut. Die Wildschweine sind gekommen und er hat dann versucht, einen Frischling mit der Hand zu fangen, was ihm mehr oder weniger auch gelungen ist. Da kann man auch einfach ran. Wollte ihm in die Hand beißen, da hat er natürlich rechtzeitig den Frischling losgelassen und Frischling und Bache und alles sind weg. Also selbst in so einer Situation, wo man wirklich schon die Hände am Frischling hatte und ihn wieder loslässt und die objektive Gefahr jetzt erstmal gebannt ist, in dem Fall greift die Bache auch schon wieder nicht mehr an. Achso, bei dieser Wildschweinfangaktion war übrigens auch Stefan Raab anwesend, aber der tut eigentlich nichts zur Sache. So, und jetzt die dritte Situation, das ist tatsächlich die einzige, auf die man sich nicht vorbereiten kann durch richtiges Verhalten im Wald, ist, dass ein krankgeschossener Keiler, also ein Keiler, der mal bejagt wurde und aber nicht tot, sondern nur angeschossen wurde und dem es noch vergleichsweise gut geht, er aber Schmerzen hat und er demzufolge schlechte Laune hat, da kann es vorkommen, dass so ein krankgeschossener Keiler dann durchaus auch mal irgendwelche Leute angreift, einfach so, weil er nicht so genau weiß, was er eigentlich tut. Beziehungsweise weil er Schmerzen hat, weil er stinkig ist auf die Welt und mal so richtig die Sau rauslassen möchte. Kann man auch irgendwo nachvollziehen, würde ich auch machen wollen, wenn ich ein angeschossener Keiler wäre. Beziehungsweise krankgeschossen in Jägerlatein. Wie oft kommt sowas vor? Ja, hängt natürlich so ein bisschen vom Jagdrevier ab. Hängt auch ein bisschen davon ab, wo man gerade ist, wie viele Keiler es da überhaupt gibt. Gibt es überhaupt alte Keiler? Alte Keiler sind, wie gesagt, relativ selten. Davon haben wir gerade gar nicht so viele im Wald. Es gibt jetzt keinen verlässlichen Wert. Das muss jetzt jeder selber wissen, inwiefern jetzt dann die Chancen sind, dass mir jetzt gerade eben diesem einen Keiler in dieser einen Woche begegnet und, das kommt noch erschwerend dazu, dieser Keiler jetzt in diesem Moment auch gerade wirklich aggressiv ist. Nur weil der angeschossen ist, heißt das ja nicht, dass er automatisch sofort alles angreift, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Auf den Bäumen ist übrigens eine gute Idee, wenn man dem Wildschwein entkommen möchte. Ja, also... Das ist tatsächlich also so, dass das mit dem angeschossenen Keiler ist, würde ich jetzt sagen, das einzige Risiko, wo man wirklich davon ausgehen könnte, dass eine Wildsau mal angreift. Anders verhält sich das natürlich in irgendwelchen sehr stadtnahen Bereichen, wo die teilweise im Vorgarten wohnen und da nach Nahrung suchen und Kartoffeln ausbuddeln und ähnliches. Das sehen die dann so ein bisschen teilweise als ihr Revier an. Das ist nochmal so eine Sondersituation. Das ist aber auch noch nicht genau genug untersucht. Also wenn da mal häufigere Wildschweinunfälle bzw. Überfälle vorkommen, das würde mich jetzt nicht großartig überraschen. Aber jetzt zur Frage, wie gefährlich ist ein Wildschwein? Krankgeschossener Keiler, statistisch gesehen super geringe Wahrscheinlichkeit, dass man so einem mal begegnet. Den beiden anderen Situationen kann man sehr gut ausweichen. Also die Angst vor Wildschweinen ist nun wirklich kein Argument, um in den Wald zu gehen. Dass man über die Straße geht und dabei vom Auto überfahren wird, ist immer noch deutlich wahrscheinlicher, als dass man vor irgendeinem Keiler im Wald begegnet. Selbst wenn man die ganze Zeit im Wald ist. Also ich kenne jedenfalls niemanden, der in irgendeiner Form Bushcraft-Survival-Experte ist, der mal tatsächlich mit dem Keiler eine großartige Konfrontation hatte. Ausnahme Andreas Kieling, aber der rennt den Viechern auch absichtlich hinterher und macht da irgendwelche Aufnahmen von denen und geht extra nah dran und geht ihnen wirklich auf die Nerven, um möglichst tolle Tieraufnahmen hinzukriegen. Der wurde mal vom Keiler überfallen, aber das ist hier wieder so eine Sondersituation. Wenn man es nicht darauf anlegt, dem Keiler extra zu begegnen, hat man eigentlich gute Chancen, dass einem das auch nicht passiert. Davon abgesehen, die hören und riechen einen wirklich schon auf was weiß ich was für Entfernungen. Ich habe es ja eben versucht, welche zu finden im Wildgehege, da haben sie nicht viel Platz zum Ausweichen und Verstecken. Trotzdem haben sie, als ich gemerkt habe, dass ich komme, haben sie sich natürlich sofort versteckt und waren dann nicht mehr zu finden. Es sind jetzt auch aktuell gerade nicht so viele Viecher drin. Also Wildschwein muss man erstmal zu Gesicht bekommen und dann muss es auch noch in irgendeiner Form aggressiv sein. Ist nicht so einfach. Also nochmal zu aller Deutlichkeit. Die normale Reaktion von Wildschwein ist, sobald es merkt, da ist Mensch, dann haut es ab. Nur diese drei Ausnahmefälle sind es halt eben, wo das theoretisch nicht der Fall sein könnte. Sonst rennt das weg. Also das hat keinerlei Interesse daran, dich kennenzulernen normalerweise.
Falls ich jetzt doch mal Wildschweine begegnen sollten, also eins oder mehrere, Bache, Keiler, egal, dafür habe ich schon mal was vorbereitet. Steht man nun einem Wildschwein gegenüber, könnte es von Vorteil sein, wenn man sich ein wenig mit Schweinisch für Anfänger auseinandergesetzt hat. Dazu gibt es zunächst einmal zu sagen, dass es ein paar Grundlaute gibt, die der intraschweinischen Kommunikation dienen und weiter unten dann auch Laute, die von anderen Tieren auch noch verstanden werden sollen, in der Theorie zumindest. Leises, kurzes Grunzen meint Hallo. Schlicht und ergreifend. Das ist sozusagen ein Stimmfühlungslaut, gibt es relativ häufig im Tierreich, mit dem unter anderem die kleinen Tiere mit den großen Tieren, ihren Müttern, Kontakt aufnehmen. Das ist so ein bisschen, ich bin hier, wer ist noch so hier, hört man häufig, wenn sie gerade am Brechen sind, also die ganze Rotte irgendwo den Boden umwühlt und nach Fressbarem sucht, kommunizieren sie untereinander eben mit diesen kurzen, leisen Grunzlauten. Dann gibt es das laute, kurze Grunzen, das einen Aufruf darstellt, meistens der Bache für den Nachwuchs, dass der gefälligst herkommen soll, weil irgendwie da drüben ist nicht ganz sicher oder ähnliches, was da jetzt genau die Ursache für ist. Das lange Grunzen, das ist so ein bisschen so ein Klagelaut der Frischlinge, dass sie Hunger haben. Blasen ist bei den Jägern sehr bekannt. Das ist so ein Warnlaut der Bache und klingt ungefähr so. Kann man auch ganz gut im Wildgehege in der Regel hören. Wenn man mal so einem Vieh begegnet, dann bläst es meistens relativ schnell, um eben den Frischlingen mitzuteilen, hier ist was nicht ganz im Reinen. Das ist erstmal so Vorsicht, also irgendwas stimmt hier nicht. Das heißt, es ist nicht sofort wegrennen, aber das ist mir so ein, ja, auf jeden Fall schon mal Obacht geben, auf gut Bayerisch. Das laute, helle Quieken, das ist dann Aua im Prinzip. Das ist der Klagelaut. Kann man hören, wenn man einen Wildschwein gefangen hat mit bloßen Händen, also einen Frischling oder ähnlichen, beziehungsweise wenn sie angeschossen sind oder bei der Jagd auf Wildschweine, hört man in dem Moment, wo man sie abschießt, dann auch gerne dieses Quieken, auch kreischartig, also ein sehr hohes Quieken, das schon so ein bisschen wie ein Kreischen klingt, dann im Fall dessen, wenn sie wirklich im Todeskampf die letzten Zuckungen von sich geben. Ein tiefes Brummen ist eine Spezialität des Keilers, kann aber auch die Bache, insbesondere wenn sie im Wurfkegel sitzt, das ist wirklich so ein ganz tiefes. Ich kann das natürlich schlecht nachmachen, aber eigentlich nicht zu überhören. Und diese klingt auch eigentlich recht bedrohlich. Man kann das mal im Internet googeln, da gibt es diverse Wildschweingeräusche, wenn man da einfach mal nachgoogelt. Was auch noch der Keiler kann, ist mit den Zähnen klappern und zwar hörbar. Das ist auch genau wie das Brummen ein Zeichen dafür, dass er jetzt quasi darüber nachdenkt, ob er jetzt nicht demnächst angreifen sollte. Kurz noch zur Erläuterung, der Sinn und Zweck dieses Plakats. Also das Ganze ist jetzt natürlich nicht 100% wissenschaftlich korrekt, aber so ein bisschen basiert schon auf entsprechenden Grundlagen. Da gibt es eine 40 Jahre alte Publikation, in der sich ein Forscher wirklich mal Gedanken gemacht hat, was sagen Wildschweine mit welchem Grunzen ungefähr aus. Wobei, ob das jetzt so genau ein leises, kurzes oder ein lautes, kurzes und ähnliches Grunzen ist, das kann man jetzt so nicht sagen. Das ist jetzt zur Anschaulichung ein bisschen, zur Veranschaulichung etwas verdeutlicht. Aber es basiert schon auf Tatsachen, also ist nicht nur Blödsinn. Ein häufiger Fehler, der gemacht wird, wenn man einem Schwein gegenübersteht, also so in freier Wildbahn, ist, dass man denkt, das Schwein wäre ein Bär. Bei Bär gilt, talk softly to the bear, und zieh dich halt langsam zurück. Aber wichtig, talk softly to the bear. Keiner weiß, ob das wirklich was hilft. Man kann natürlich auch softly zum Wildschwein talken. Was auch geht, ist halt eben wirklich zu versuchen, mit den eben dargestellten Schweinegeräuschen in irgendeiner Form das Wildschwein zu verwirren. Habe ich schon gesehen, dass das durchaus funktioniert. Die wissen dann wirklich nicht, was los ist mitunter und sind einfach verwirrt und können nicht zuordnen, was du jetzt für einer bist, weil du auf einmal versuchst, Schweinegeräusche nachzumachen, die sie so einigermaßen identifizieren können, dass das Schweinegeräusche sein sollen. Aber die klingen halt nicht echt. Aber trotzdem, das verwirrt die dann einfach. Habe ich schon erlebt. Also gerade im Wildgehege, wenn man die angrunzt und anquiekt, reagieren die teilweise höchst unterhaltsam.
Nun ja, also was man jedenfalls nicht machen braucht, ist sich langsam zurückziehen. Man kann auch umdrehen und einfach wegrennen, was das Zeug hält. Das Wildschwein ist kein Beutegreifer im klassischen Sinn. Das hat also keinen Verfolgungstrieb. Mal abgesehen vom krankgeschossenen Keiler, der ist wieder eine Ausnahme. Also auch beim normalen Kampfverhalten von normalen, nicht krankgeschossenen, völlig durchgedrehten Keilern, ist das Verfolgen des Unterlegenen ja nicht vorgesehen. Sobald der unterlegen ist, dann haut der ab und zwar schnell und der andere folgt dem nicht, weil der will ja, der hat ja gewonnen und kann dann da bleiben und einen noch starke Sau machen, weil er eben halt gewonnen hat. Also man kann ruhig schnell wegrennen, das ist das eine. Das andere ist auf dem Baum klettern. Wenn man tatsächlich einen Baum zur Hand hat, auf dem man klettern kann, was halt eben nun mal in den meisten Wäldern gar nicht so einfach ist, dann kann man das auf jeden Fall tun, das ist eine gute Idee. Wenn es der berühmte krankgeschossene Keiler ist, dann bleibt er unter Umständen unter dem Baum stehen und wartet eine ganze Weile, bis man da wieder runterkommt. In dem Fall bietet es sich an, mit dem Handy irgendwie den Förster zu rufen, beziehungsweise wahlweise Feuerwehr oder Polizei. Die haben die Nummer vom diensthabenden Förster, der dann kommt und die Sau entsorgt. Kann man gleich mit ihm dann ein bisschen Leber verachten, so frisch aus der Sau, ist eine feine Sache, oder Herz. Wenn das auch nichts hilft, dann bietet es sich an, gewisse Saukampftechniken zu erlernen, die nicht ganz ernst zu nehmen sind. So, es kommt jetzt also zur Konfrontation mit dem Schwein. In diesem Fall sollte man als erstes versuchen, dem Schwein Angst zu machen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ihr eine ähnlich mächtige Waffe wie den Wendalf-Stab besitzt. Weil in diesem Fall könnt ihr Folgendes tun. You shall not pass. Ja, wie man sehen kann, ist das Schwein vor Schreck erstarrt. Schritt Nummer 2. Das Schwein war nicht beeindruckt von dieser tollen Performance eben. In diesem Fall muss man zur Tat schreiten. So, Schwein jetzt aber tot. Jetzt mal im Ernst, also früher hat man Wildschweine ja mit der Saufeder gejagt, also einem langen Speer, nochmal deutlich länger als der Wendalf-Stab. In dem Fall macht man Folgendes. Schwein kommt auf einen zu und man hat halt eben diesen sehr langen Speer und versucht dann eben das Schwein nach Möglichkeit so ein bisschen von unten aufzuspießen. Also eine Saufeder wurde traditionell wirklich von unten geführt. In den Boden vor sich rammen, bücken, Schwein versuchen von unten aufzuspießen, also in den Hals. Wenn ihr also einen ganz langen Speer habt und Schwein auf euch zukommt, versucht das. Das ist im Übrigen auch die einzige Schweinekampftechnik, die tatsächlich funktionieren könnte. Alles andere ist Blödsinn, ne? Ja, und da war dann leider der Akku leer, bevor ich Tschüss sagen konnte. Demzufolge jetzt auf diesem Wege schnell noch beim Schneiden. Tschüss. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und nehmt mir den Blödsinn nicht allzu übel, bitte. Tschüss.